Ich möchte erstens darüber reden, warum wir glauben, dass die Analyse, die Marburg uns hier geliefert hat, die sich sehr schön angehört hat zum globalen Welthandel, die aber nicht wirklich darauf eingestiegen ist, was wir eigentlich für Probleme mit dieser Policy erzeugen. Darauf möchte ich zuerst eingehen und ich möchte zweitens nochmal darüber auch eingehen, warum wir und Tanja hier das eigentliche Problem in der Debatte erkannt haben, nämlich dass niemand mehr vom lokalen Markt produzieren wird und dass wir uns massiv Sorgen darum machen, auch als Weltgemeinschaft und als Menschen, die ja angeblich so fair denken, wie wir die Leute dort lokal eigentlich weiter ernähren möchten. Zuerst aber zu dem, was wir hier zu Beginn der Debatte gehört haben. Ich würde es gerne den Punkt nennen, Gewissensberuhigung versus Verantwortung. Gewissensberuhigung steht auf eurer Seite, Verantwortung steht auf unserer. Man kann so den Warnung gegen die Aufhäppchen machen. Die sind wirklich. Nein, aber gewissensberuhigt, ganz richtig. Weil uns wurde lang und breit erklärt, naja, wie funktioniert der Welthandel? Da gibt es ein Produkt, was wir irgendwie bei uns nicht so produzieren können. Das wir wollen das produzieren lassen, dann kommt es zurück, dann wird es dabei schlechte Arbeitsverhältnisse produziert, schlechte Arbeitsverhältnisse finden wir nicht so cool, lass doch mal was dagegen tun. So weit, so gut. Wir fänden es auch cool, wenn wir überall perfekte Arbeitsbedingungen haben. Was nur leider komplett ignoriert würde und was ist das große Problem, ist der Unterschied zwischen Unternehmen und Ländern. Der Mechanismus, den wir nämlich gehört haben, war, naja, wir haben jetzt hier diese bösen Unternehmen und die guten Unternehmen. Ja? Die bösen Unternehmen nutzen gerade massig da die Arbeiter aus und die guten Unternehmen machen das nicht. Dann habt ihr eingestanden, naja, da werden wohl dann ein paar Pleite gehen, die das nicht so richtig erfüllen können. Ne? Aber dann sterben wir nun die bösen Unternehmen weg. Die Leute gehen alle zu den guten Unternehmen und die waren sogar zu dreist zu behaupten, naja, dann müssen die nur ein Dorf weiter wandern. Da liegt dann nämlich das gute Unternehmen und dort ist dann alles schön und gut. Was ihr hier verkannt habt, ist, dass die Unternehmen eigentlich nur die Transporteure in dem Fall sind und nicht der relevante Akteur. Um das wir uns hier Sorgen machen müssen, sind die Staaten. Weil nämlich nicht mehr bestimmte Unternehmen nicht mehr existieren werden, sondern weil in bestimmte Staaten einfach nicht mehr gegangen wird. Und da ist auch das Entscheidende, welche Produkte wir uns angucken. Wir reden hier nämlich nicht über Dinge, die wir substituieren können und nicht über Dinge, wo ja, da gibt es irgendwie Sonne und da ist alles ganz schön, sondern wir reden hier über Länder, die wirklich als Hauptstandortvorteil haben, dass sie diese billigen Lohnkosten haben. Und in genau diese Länder wird schlicht und ergreifend die Unternehmen nicht mehr rein. Die Unternehmen können sich dann, ob sie jetzt pleite gehen oder nicht, relativ gut unterscheiden, ob sie dort reingehen wollen oder ob sie das reinlassen wollen. Dann können wir noch so eine schön große moralische Instanz sein. Wenn in diesen Ländern nicht mehr produziert wird, ist in diesen Ländern keine Industrie mehr vorhanden. Und wenn wir uns bewusst machen, dass in diesen Ländern keine Industrie mehr vorhanden ist, dann kann da auch keine langfristige Entwicklung stattfinden. Und wir können nicht irgendwann zu diesem Punkt kommen, dass tatsächlich irgendwann diese Länder wieder aufsteigen. Weil das ist doch eigentlich unser großes Ziel mit diesem Fair Trade. Dass wir da die Bedingungen schaffen wollen, die wir bei uns auch haben. Dass wir da wollen, dass die Leute gut behandelt werden. Wenn in diese Länder aber keine Industrie mehr reingeht, dann haben wir auch keinerlei Chance, dass dort langfristig in diesen Ländern eine Entwicklung stattfindet, später, die irgendwie dazu führt, dass diese Länder genau aus diesem Slum rauskommen. Und dann hilft uns das alles nicht, dass wir jetzt nur noch die fairen Produkte kaufen, wenn eine Monopolisierung stattfindet und wir nur noch aus, vielleicht sind es Schwellenländer, wahrscheinlich ein Stückchen drüber, die das gerade noch so erfüllen können, die vielleicht auch schon ein paar andere Standortvorteile geschaffen haben, dass sie sozusagen da rausgehen. Und das ist dann etwas, was uns eigentlich nicht reicht, weil wir genau an diesem Punkt eben nicht mehr die Chance haben, diese Länder zu unterstützen. Ich nehme Open. Auf der einen Seite wird die Analyse angebracht, dass manche Arbeitgeber diese Kriterien nicht erfüllen können und damit in den lokalen Markt abwandern müssen. Auf der anderen Seite sagt ihr, der lokale Markt wird geschwächt, weil es vielleicht nur noch um zu exportieren. Welche dieser beiden Analysen, die beide Teams gebracht haben, stimmt und warum? Ja, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, weil, und das hat Tanja auch in ihrer Rede gemacht, es gibt zwei verschiedene Arten von Produkten. Wenn wir hier bei uns diese Steuer einführen, dann wird die eine Sache, die Lidl machen wird, ist nicht mehr die Sachen aus den Entwicklungsländern kaufen, sondern Produkte, die sie aus Europa, die sie aus Freihandelsabkommen mit den USA substituieren kann, daher nehmen und die fallen weg. Aber, und jetzt kommen wir zu der wichtigen Entscheidung und dann kommen wir auch zu Lokalproblematik, es gibt Produkte, bei denen es nicht geht. Es gibt Produkte, da habt ihr völlig recht, die können wir nicht einfach aus den USA beziehen, weil die USA vielleicht nicht die Böden haben, dann müssen wir in diese bestimmten Länder gehen und dazu möchte ich auch zu unserem Hauptmechanismus kommen, was nämlich das Problem ist, der lokalen Ernährung vor Ort. Wir sehen hier, dass im Status quo
wir verschiedene Arten von Bauern haben. Wir haben oder verschiedene Arten von Exporteuren in so einem Land. Wir haben die eine Sorte von Exporteuren, die genau, also die eine Sorte von Produzenten, Entschuldigung, nicht Exporteuren, die darauf ausgesichtet sind, ihre Produkte vom Anfang an in den Weltmarkt zu bringen, diese berühmten Cash Crops, und damit zwar Profite für sich abschöpfen, für das eigene Land aber nicht sonderlich viel erreichen. Die andere Art und Weise von Produzenten sind die, die derzeit im Status quo für den lokalen Markt produzieren. Die sich bewusst entschieden haben, die vielleicht sagen, sie haben hier einen bestimmten Absatz, sie wollen sich vielleicht auch nicht dem Diktat sozusagen des Marktes und wollen sich nicht ausnutzen lassen von dieser enormen globalisierten Marktmacht und produzieren sozusagen für den lokalen Markt und sind auch im Zweifel die, die am Ende dann, wenn so schlimme Katastrophen kommen, wie jetzt wieder eine angekündigt wird, eine Hungerskatastrophe, die dort Produkte zur Verfügung stellen, mit denen sie die Leute sozusagen am Leben erhalten können. Genau diese Leute aber, das hat Tanne Ihnen erklärt, genau diese Leute werden dann aber aufhören, für diesen lokalen Markt zu produzieren. Warum? Weil wir dann mit diesem Fairtrade-Siegel kommen und den Leuten sagen, ihr habt jetzt die Möglichkeit, von uns extrem hohe Preise zu bekommen. Ihr könnt jetzt sozusagen eure Produkte zu uns exportieren. Ja, ihr müsst dafür die ein oder andere Arbeitsbedingung einstellen, aber ihr kriegt auch einen extrem hohen Lohn. Das heißt, der Anreiz für diese Produzenten, überhaupt noch bei sich zu Hause zu produzieren oder für seinen eigenen Markt zu produzieren, sinkt enorm ab. Und dann haben wir genau nämlich die Frage, was baue ich jetzt eigentlich an? Baue ich Getreide an oder gehe ich vielleicht zum Kaffee über? Gehe ich vielleicht zum Kaffee über, wo ich dann auch weniger Probleme mit den Arbeitsbedingungen habe, weil ich gar nicht so viele Leute dafür einstellen muss und dann auch noch massiv hohe Gewinnmargen abschätzen kann. Da werden Produkte produziert, die wieder nur sozusagen den Luxus der westlichen Welt befriedigen und nicht den lokalen Markt hier wirklich weiter zur Verfügung gestellt werden. Wenn wir uns das Ganze also zusammen überlegen, dann mag es sein, dass so ein Siegel schön für unser Gewissen ist. Die entscheidende Frage ist aber, wie schaden wir da vor Ort? Wie schaden wir, dass die Leute nicht mehr, die Länder nicht mehr die Chance haben, daraus aufzusteigen? Und wie schaden wir, dass sie nicht mehr für den lokalen Markt produziert werden, sondern weiterhin wir als globalen Norden den globalen Süden ausnehmen und ihnen auch noch Anreize dafür schaffen, das selber mit sich zu tun? Deswegen müssen wir heute gegen diesen Antrag stimmen.